Ja, hallo Freunde. Kleines Roundup, was so in der Promi-Welt los ist, interessiert ja immer viele, manche nicht. Dann klickt's einfach weiter aufs nächste Video. Alles gut. Und ja, fangen wir mal einfach mal an mit Oliver Pocher. Ja, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, was er da so auf seinem Kanal gerade macht. Er hat ja jetzt so eine Kunstfigur kreiert. Dalai Karma und nimmt diesen Bijong, also er vermeintlich mit Amira da irgendwas hatte oder auch nicht hatte, man weiß es nicht. Genau, ordentlich aufs Korn. Und ich muss sagen, bei Einverständnis, ja, ist Oliver Pocher jetzt in dem Bereich Schmierenkampagne angekommen, was wir ja wissen, gerne Menschen machen, die sehr im Ego sind nach einer Trennung, also nachtreten bis zum geht nicht mehr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, wird manchmal eher Frauen angedichtet, aber hier sehen wir es tatsächlich auch mit Männern. Gibt es natürlich genauso gut. Und ja, ich finde es einfach nur noch daneben natürlich. Er ist Comedian, er kann sich satirisch über Dinge lustig machen, aber natürlich nimmt man auch Themen aus dem eigenen Leben, aber man sollte es auch irgendwie so verarbeiten, finde ich, dass es ja nicht mehr so einen 1-zu-1-Bezug gibt, sage ich mal. Und ja, wenn man jetzt an dem Punkt ist, also ich kann auch noch verstehen, dass er sich ein bisschen über ihn lustig macht, alles gut, aber wenn man jetzt an dem Punkt ist, da irgendwie Sachen von Kreditreformen rauszuholen und seine, er scheint ja irgendwie Doktor zu sein, seine Doktorarbeit zu zerfleischen und weiß ich nicht, so richtig übel nachzutreten, finde ich sehr toxisch, sage ich ganz ehrlich. Bei allem Verständnis sollte man sich da doch vielleicht ein bisschen mehr drüber stehen. Dann zu unseren Lieblingsinfluencern gibt es leider gerade nicht so viel. Ich habe immer wieder das Problem mit Julian und Jürgen, Zietlow, egal, Kate und so weiter und unsere großen Spirituellen gibt es leider gerade nicht so viel. Dann wollte ich mal was sagen zu Pietro Lombardi. Und zwar habe ich den deswegen so ein bisschen verfolgt, weil die haben mal so ein Podcast on-off. Und ich habe es ein bisschen verfolgt, weil ich ja immer die steile These aufstelle, On-Off-Beziehungen sind nicht zu retten. Also auch wenn ich, wenn ihr Paartherapie macht, wenn ihr im Eck springt, wenn ihr von Außerirdischen entführt werdet, wenn ihr Handstand lernt, wenn ihr Überschlag lernt, weiß ich nicht, wenn ihr noch was macht, 5 Häuser kauft, 10 Kinder zeugt, meiner Ansicht nach nicht zu retten, On-Off-Beziehungen. Die haben ja, guck gerade nochmal in den Artikel rein, 6-mal On-Off angeblich. Und habe es einfach so ein bisschen verfolgt aus Interesse. Ich meine, ich kann mich auch mal irren, ne? Ich bin ja nicht allwissend, bin zwar fast allwissend, nein, ich bin nicht allwissend. Und genau, ich guck mal hier in den Artikel rein. Ja, ist ein Artikel von Big FM, glaube ich. Wir gucken uns einfach mal kurz ein bisschen was draus an. Also 6 Trennungen später lernen sie in der Corona-Krise kennen, On-Off-Podcast. Steht hier nur wenige, was nur wenige wissen. Wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele On-Offs in der Beziehung hatten, erklärte der DSDS-Juror gegenüber der Bild. Unsere Differenzen waren schon sehr krass. Sie kommen praktisch aus einem Leben, das ich früher mal hatte. Bla bla bla. Man hat nicht mehr diese Tendenz und dieses Bedürfnis, dass es vielleicht einen besseren Menschen gibt, der größer, breiter, besser gebaut ist. Dann weiß man ja schon, wo so Problemlagen liegen. Ich meine, er hat ja Status, also vielleicht braucht er nicht gut gebaut zu sein. So, dann hier Instagram-Content, was ich immer super peinlich finde, wenn ernsthaft Influencer posten, heute habe ich Geburtstag, könnt ihr bitte mir ganz viel schreiben und Aufmerksamkeit geben. Das finde ich super weird. Also, echt. Naja, okay. Dann haben sie haben nicht also Paartherapie gemacht, sie haben ein Eigenheim gekauft. So, und offensichtlich gab es immer wieder On-Offs und, oder vielleicht auch da nicht in der Zeit, auf jeden Fall ist das jetzt der Stand. Sie haben sich entfolgt und es wurden alle Fotos gelöscht. Ja, also leider. Sag's ja ungern, leider genau, was ich erwartet habe und was meine Meinung bestätigt. Vielleicht habt ihr da eine andere Meinung zu. On-Off ist nicht zu retten und selbst meiner Ansicht nach, selbst durch Paartherapie nicht zu retten. Also das war zumindest auch meine Erfahrung immer in Paartherapien. So, dann noch ganz kurz Peter Klein.
Ja, der, ja, wie ist der Peter von Iris Klein? Wer sie kennt, sollte man vielleicht nicht kennen, besser, aber egal. Der hat ja ernsthaft, als er im Big Brother Container war, scheinbar, ich habe das ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr verfolgt, aber hat er irgendwie so Codes in Schnee geschrieben, die angeblich heißen irgendwie DAD oder sowas, also denk an dich. Also hat also ernsthaft in seinem Wahn seiner Yvonne da Nachrichten geschickt, während sie ihn dann im Aftershow-Podcast eiskalt hat abblitzen lassen, war nicht das erste Mal. Und und er dann wieder sagt, naja, wenigstens haben wir die Freundschaft, das ist auch wieder so ein ehernes Ding von mir, wenn du was anderes willst. Und die wird aber so Freundschaft angeboten und eigentlich steht aber was anderes im Raum, sollte man das Ganze einfach verlassen, sonst ja, wird man nur verletzt und man macht sich irgendwo auch zum Clown, sag ich mal, ne? Und er macht sich da definitiv zum Clown. Gut, es wird ihm jetzt nicht so negativ angerechnet, weil er das so sehr auf eine Art nur ganz emotional macht. Und da kommen eher die anderen schlecht bei weg, glaube ich, die Yvonne Wölke. Aber ja, zeigt einfach auch wieder, dass das keine gute Strategie ist, die er da fährt und dass er sich vielleicht besser auf jemand anders konzentrieren sollte. Ja, scheinbar haben die sich ja wieder ein bisschen angenähert. Also, wie gesagt, wenn das jetzt friedlich bleibt und sie nicht weiter hetzt, dann würde ich auch wirklich sagen, Iris Klein hat sich da verändert. Dann könnte ich nur applaudieren zu. Bin mal gespannt, ob das Gehetze nicht wieder losgeht, sobald bisschen Zeit verflossen ist. Aber wir werden sehen. Ich bin da ja nicht so optimistisch eingestellt, aber naja, so, das ist ein kleines Promi-Update. Wenn ihr noch andere Einschätzungen haben wollt zu irgendwelchen Promi-Geschichten für unser Trash-Format hier, dann schreibt es mir gerne, da gucke ich da gerne mal drauf und signalisiert mir auch, ob ihr da mehr von haben wollt, von solcher Art Content. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.